So, ja, weiter geht es mit den Rückkämpfen, würde ich mal fast sagen. Unser nächstes Ziel oder, ja, sagen wir mal fast eher Opfer, wäre demnach Rocco. Diesen findet man laut PokéWiki täglich von 10 bis 13 Uhr in Dictas Höhle. Ich schätze einfach mal immer Moria City-Eingang. Da fällt mir ein, ich kann in der Dictas Höhle noch ein bisschen rumkraxeln. Hier ist er nirgends. Vielleicht doch woanders. Okay, dann erkunden wir die halt noch ein kleines bisschen. Dazu. Haben wir Hochgier. Das wird nichts bringen da. Einfach mal hochkraxeln. Warum nicht? Ist da ein Felsen was drin? Nein. Hier kann man weiter. Steinrauch. Gibt's hier. Was bringt dieser? Verstärkt Steinattacken. Das war jetzt schwer zu erraten. Ist hier was drin? Nein. Ich habe keinen Bock, in diesen Kraterfeldern zu sehen. Obwohl, in dem gucke ich mal nach. Das sieht so offensichtlich aus. Ah, das ist nicht zentral. Okay. Okay, dann kraxeln wir wieder runter. Erstmal noch einen Schutz reinwerfen. Und dann, ja, ich will Rocco jetzt haben. Es heißt täglich 10 bis 13 Uhr in Dictas Höhle. Dann will ich das auch, dass der so hier ist. Und so. AP Top. Okay. Das braucht. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht mal benutze. Die AP-Sachen. Wenn ich mal nichts zu tun habe. Er war nirgendwo. Da muss ich nochmal kurz pausieren und nachgucken. Also, naja, ich guck mal kurz nach. Bis gleich. Okay, ich habe mal eine Stunde später gestellt und jetzt ist er da. Also um 12:48 Uhr habe ich jetzt gerade. Gut, die Nummer nehmen wir an. Und dann heißt es, ja, wieder bis gleich, weil ich wieder Zeit umstellen muss. So, Uhrzeit sollte passen. Dann rufen wir Rocco mal an. Ah, zu viele Nummern. So, anrufen. Ja, gerne. Ja, okay, ich bin schon an der richtigen Stelle. Also rein und Kampf. Gucken, was er jetzt so drauf hat. Geowatz. Na, da fangen wir schon mal gut an. Surfer sollte es schon besiegen. Zaun runterdrehen. So. Jupp, wie erwartet. Down. So, was haben wir? Erstmal der 56, okay. Als nächstes kriegen wir Kabutops. Ja, gut. Muss Sazen ja doch ran. Ich glaube, ich kann langsam auch auf die Level scheißen. Auf die Unterschiede. Weil das jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt. Da ich also so für die Top 4 trainieren muss. Ramaidon. Oh, das kann Nidoking mal machen. Eigentlich. Detwarer Leck. So. 57 und Erdbeben. Hat auch gereicht. Sehr schön. So, Nummer, keine Ahnung was. Relikant. Okay, das ist wieder Wasserstein. So, wieder Satzenia ran. Junge, Junge, Junge. Und Laubklinge. Dürfte an sich schon wieder reichen. Das ist gerade nicht schwer. Aber ich glaube, das sieht man auch. Onix. Er hat noch einen Onix? Okay. Da sage ich mal nichts zu. Auf Level 61. Ja gut, Stalos ist ja kein Steintyp mehr, also wahrscheinlich deshalb. Na, soll mir auch egal sein. Onix gibt aber auch leider wenig EP. Und Amoroso, ist das schon das letzte? Ich hoffe nicht.
Doch. Na, ich habe jetzt noch mit Schilderus gehofft. Bolterus. Naja, gut. Das hält es wahrscheinlich auch nicht aus. Okay, Rocco war genau wie der Hinkampf langsam. Ne, nicht langsam, langweilig. So. Ja. Genau. Ja. Nächster auf dem Plan, Misty. Bis gleich. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen laufen. Weil Misty wartet natürlich an dem Ort. Nicht an diesem Ort. An dem Ort, wo man sie zuerst getroffen hat. Und zwar ist das oben am Kap. Lauf, lauf, lauf. Elendige Lauferei. Unnötige Lauferei, ich weiß. Müsste ich nicht aufnehmen, aber... Ich habe Lust zu. Da ist sie ja. Abendrot. Wir haben 16 Uhr. Na gut. Auf jeden Fall Nummer erhalten. Und Mittwoch früh können wir sie anrufen für den Rückkampf. Ja, also... Wieder mal bis gleich. Ich glaube, euch nervt's langsam. Aber muss sein. Ich überlege gerade, sagte ich vorhin, dass sie Mittwoch 16 bis 18 Uhr da ist oder täglich 16 bis 18 Uhr? Weil es ist nämlich täglich. Naja, wollte ich nur so gesagt haben. Und der Rückkampf eben mittwochs 4 bis 10 Uhr. Aber erst müssen wir sie natürlich anrufen. Jap, machen wir gerne. Ja, da unten drauf. Ich hab mich verklickt. Okay, da setzen wir jetzt, ach, Satzenia muss schon wieder ran. Tut mir leid, Satzenia. Okay. Dann machen wir jetzt noch Misty fertig. Boah, nicht, dass ich in dem Part noch einen Kampf hinkriege. Sie fängt mit Starmie an. Das ist... Oh, scheiße. Das ist scheiße. Genau deshalb. Ich hätte wechseln sollen. Ah, ich habe gehofft, es überlebt. Oh, wenn sie mit Starmie anfängt, ist das schon mies. Dann muss ich es totknirschen. Ach, es kommt kein Donnerblitz. Ach, hätte ich mit rechnen müssen. Aber es überlebt natürlich wie immer. Also Impagator. Was? Nee, es hat eine Unlichtresistenzbeere. Oh, geil. Geile Tweedo. Gut, beleben wir aber erstmal Satzenia wieder. Surfer? Oh, hat sogar gereicht. Okay, wahrscheinlich ist seine Unlichtbeere jetzt weg, aber... Nehmen wir stattdessen Jan Mega. Das hat ja Spukball. Und Starmie hat Eisstrahl. Oh, ich lebe sogar immer noch. Oh Gott, ey, Starmie macht seinen Job nicht ordentlich. Ich auch nicht. Gut, eine Kehrtwende. Ach, verdammt. Das sind immer Sachen, wo ich weiß, dass sie kommen, aber ich missachte sie immer. Ja, natürlich reicht das auch fast. Ist klar. Noctu, das hält ein Donnerblitz auf jeden Fall aus. Das weiß ich. Ja, locker. Nicht mal die Hälfte. So, erstes besiegt. Was kommt jetzt? Lapras. Nach wer hätte es gedacht? Ja, machen wir heute das 10, ja. Ich hoffe, es ist schneller. Auch 56, okay, ich bin schneller. Lapras dürfte das eigentlich nicht überleben. Eigentlich. Autsch. Autsch, autsch. Na, sie wird wahrscheinlich jetzt wieder heilen. Ne, gehe ich mal so von aus. Darum ziehen wir mal kurz einen Beleber auf Satzenia. Nein, sie heilt nicht. Na, hätte ich angreifen müssen. Na gut, dann kann das jetzt Satzenia machen. So. Weil das ist ja schneller, haben wir ja gerade festgestellt. Also Zerschneider. Es reicht nicht.
Ach Leute. Das ist ärgerlich. Aber richtig ärgerlich. Okay. 56 von Noctu. Boah, ein KP noch bis 100, ist 200. Heftig. Okay, Lanturn. Aha, Wasser-Elektro. Ist ja ekelhaft. Okay, Noctu muss noch kurz Opfer spielen. Denn ich muss, ja, Satzenia beleben. Satzenia dürfte vor allem auch eine Elektroattacke aushalten. Weil es ja nicht effektiv ist. Ja, Noctu hält es auch aus. Also, per. Aber Noctu ist sowieso unnormal. Na, okay, ich wollte Hypnose machen. Ach Gott, hat der Kampf gegen Misty letztes Mal hier auch ewig gedauert? Das dauert jetzt schon wieder Ewigkeiten. Dabei wollte ich nur unbedingt den Anfang von Major Bob reinziehen, also wo er ist und so. Obwohl ich da also noch ein bisschen vorbereiten muss. Ich kann schon mal so viel dazu sagen. Er braucht zwei Vorbereitungen. Einerseits muss man Zapdos gefangen oder besiegt haben. Habe ich. Und andererseits muss man ihm einen Pikachu aus dem Vertania-Wald zeigen. Laut Poké-Wiki. Also, das muss ich auch immer fangen. Geschweige denn suchen. Nee, umgekehrt, ne? Erst suchen, geschweige denn fangen. So war's. Okay, und Satania hat Level 57 erreicht und Bojiling kann Eiszahn. Autsch. Das mich nicht gekillt hat. Satania, du bist herrlich. Aber Bojiling ist tot. Ey. Satania rockt schon wieder alles weg hier. Okay, jetzt noch Milotic. Milotic. Auch auf 60, wie Starmie. Und es ist schneller. Okay. Ja, komm, Milotic kriege ich jetzt auch ohne Tod. Also, oh, ich habe nur noch Arcani und Neoking. Okay, erstmal Arcani. Donnerzahn. Gucken, was es ausrichtet. Milotic ist eher defensiv. Autsch. Ja, gut, da muss ich erstmal jetzt beleben. Also, da führt kein Weg dran vorbei. Weil Nidoking packt das nicht. Beleber auf Satzenia. Anscheinend kann Milotic keine Eisattacken. Oder das will sie nur nicht einsetzen. War bisher nicht nötig oder so, keine Ahnung. Darum belebe ich erstmal sicherheitshalber noch Noctu. Wo ist es da? Muss mich beeilen, Mann, der Part ist gleich zu Ende. Es kann doch eine Eisattacke, scheiße. Ach Leute, ich will es nicht verlieren. Okay, dann ziehe ich halt eben Top-Beleber auf Satania raus. In der Hoffnung, dass es dann überlebt. Ach Gott. Es trifft doch jedes Mal Hydro-Pumpe, ne? Es trifft jedes Mal. Und schafft sich Noctu damit zu killen. Ja, mit Eisstrahl. Ach komm, es. Die Zähne wird schon nicht durch einen Eisstrahl sterben, oder? Hoffe ich. Nein, das ist gut. Aber eingefroren. Ach komm. Ja, gut, dann, würde ich mal fast sagen, den Rest des Kampfes kriegt er dann im nächsten Part nachgeliefert. Ja. Bis zum nächsten Mal.